for the sting. They'll offer the use of sack my quarter and oxeon. Die allerletzte Arbeit am Schiff ist die schönste. Wir wollen unser Logo, Lupina, was so viel heißt wie die kleine Wölfin, schon immer auf dem Schiff platziert haben. Endlich, nach 4 Jahren, haben wir es geschafft. Dani hat uns die Folie gedruckt und genaue Anweisungen gegeben, wie diese anzukleben ist. Perfekt ist es uns gelungen. Tahiti mit seiner ausgesprochen schönen Vegetation wollen wir uns genauer anschauen. Dafür mieten wir uns 2-mal ein Auto und umrunden die Insel, einmal gegen und einmal im Uhrzeigersinn. Mit Mel und Brian von der Segeljacht Saba besuchen wir im Süden der Hauptinsel den Jardin de Waipai. Leider mussten wir die Wanderung verkürzen, denn es begann heftig zu regnen. Wir freuen uns trotzdem an der saftig grünen Vegetation. Im Norden besuchen wir den Venus Point, da wo die Lokalen ihr Wochenende mit Baden, Grillen und Chillen verbringen. Mit Chris und Rudi wollen wir im Nationalpark De Fahiti im Landesinneren eine Wanderung machen. Schon der Fahrweg dahin ist kritisch. Wir müssen das Bachbett überqueren. Rudi testet vorerst mal zu Fuß, ob die Fahrbahn nicht zu rutschig ist. Alle sind unsicher, aber Köbi findet, das passt und fährt los. Der Weg führt uns durch Bambuswälder, über Stock und Stein. Immer wieder müssen wir den Bach überqueren, oft mit kritischen Stellen. Das hin und zurück je 10-mal. Am 4. Oktober verlassen wir die Marina und segeln mit viel Wind zur kleinen Nachbarinsel Morea. Zwischen den Inseln, 12 Seemeilen, gibt es eine sehr unangenehme und hohe Kreuzsee, welche die Lupina ganz heftig durchschüttelt. Morea ist für Touristen ein Paradies. Hohe Berge mit saftig grünen Vegetationen, herrliche Wanderwege und ein vom Riff geschützter Badestrand. Es wird sehr viel angeboten, Schnorchel- und Tauchtouren, Wander- oder Velotouren und vieles mehr. Mit dem Dinghy fahren wir in die Cook Bay. Es soll da eine Tankstelle geben. Wir wollen schauen, ob die auch für Lupina geeignet ist. Diese wunderschöne Bucht hat ihren Namen zu Ehren von James Cook erhalten, der insgesamt 3-mal mit seiner Entdeckungsflotte auf Morea war. Im wunderschönen Morea gibt es eine kleine Tankstelle für unser großes Boot. Der Pier ist sehr, sehr schmal. Zum Glück hat es keinen Wind und Lupina bekommt wieder den Tank gefüllt. Zollfrei-Dokument, das habe ich heute Morgen geholt. Damit dürfen wir zollfrei tanken. 6 Monate gültig und das Schöne daran, es kostet nichts. So, jetzt gehen wir tanken. Wie geht das hier wohl? Im Tankstellenshop muss ich nur das Zollpapier zeigen und mit Pass und Schiffsdokument bestätigen, dass Lupina und ich zusammengehören. Nachdem wir die Papiere erledigt haben, Zollpapiere, geht's zurück zu Lupina. Sie wird betankt. Das ist auch das erste Mal, dass wir die Tankstelle selber bedienen dürfen. Kein Mensch ist da. Der lange Fußmarsch zum Zoll in Papete hat sich gelohnt. 30% Preisnachlass auf Treibstoff. Da machst du einen Spaziergang, siehst einen schönen Bach, Süßwasser, möchtest die Füße etwas abkühlen. Und was ist da drin? Kennen wir nicht. 1,50 Meter, 2 Meter lang. Also da kühlen wir unsere Füße doch nicht ab. Die Ananasplantage. Hier wird geerntet. Duftet sehr fein. Und da oben wird, respektive werden die Ananas geschlagen. 1769 hat James Cook hier in der Opunohu Bay das erste Mal geankert. Jeden zweiten Tag kommt ein Kreuzfahrtschiff, um diese einmalige Kulisse zu bestaunen.
Ja, draußen siehst du meistens so ein Spray oder so eine Flanke oder die... Weil jetzt, du hast ab und zu mal so eine weiße Welle. Nico führt uns zu seinem Lieblingsaussichtspunkt. Das ist ziemlich gut, wenn sie... Wir haben Nico in Gambier auf der Segeljacht Yum Yum getroffen. Nun lebt er seit ein paar Monaten hier auf Morea. Danke Nico, das war ein wunderschöner Tag. Wir sind hier auf Belvedere, gerade aus die Cooks Bay. Jede Bay, Opanauho. Wir verlegen wieder, diesmal beim Außenriff, beim Tiki-Ankerplatz. Da können wir direkt von der Lupine aus schnorcheln. Als Missionare verlangten, dass alle Götzenbilder zerstört werden müssen, versenkten die schlauen Polyneser diese in der Einfahrt zur Bucht. Sie waren überzeugt, dass sie auch von dort aus die Seeleute schützen werden. Heute fahren wir mit unserem Dinghy zum Motu Tiharu, wo es viele Rochen und Haifische geben soll. Das ist der Platz, wo alle Touristen mit dem Boot hingefahren werden. Weil die Rochen regelmäßig gefüttert werden, bleiben die Tiere immer in der Nähe. Die Besucher freut's, schließlich zahlen sie viel Geld für diesen Ausflug. Hat dir das Video gefallen? Dann drücke doch auf den Daumen. Und wenn du kein weiteres verpassen möchtest, dann kannst du unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist.